Hallo und recht herzlich willkommen zurück, ja, zu einer neuen Folge, und zwar zum LS22, ja, auf der Pennsylvania. Ne, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mit dabei seid. Ja, nach der kleinen Map-Vorstellung für die Map, die bald in Kürze erscheint, auf der Seite der Modding-Welt, Link in der Videobeschreibung, ja, starten wir heute durch hier und werden ein bisschen was machen. Ich habe auch ein bisschen was vorbereitet, das bedeutet, ich habe auch einige Fahrzeuge und so weiter und so fort ein wenig ausgetauscht. Ne? Ich habe mir ein paar neue Mähwerke gegönnt und ja, ein paar Dinge. Ich habe mir hier die Kuhmähwerke gegönnt, Striegel habe ich mir geholt und habe auch den Kontostand angepasst. Da sind jetzt 200.000 drauf. Das muss reichen. Wir haben uns hier das LSFM ja, Tank Pack, also hier diesen kleinen ja, Wasserzulieferer gegönnt. Dann haben wir uns vom lieben IFCO, ne, zum bald erscheinenden John Deere Pack, ne, hier den kleinen 7810 gegönnt in einer Spezialoptik. Ansonsten habe ich den Deutz ausgetauscht gegen einen Class Dominator. Hab mir hier noch eine Scheibenegge geholt, ne, Agromasch. Dann haben wir uns hier noch einen Flug gegönnt und ein paar ja, andere Gerätschaften auch. Ne. Hier die Querneland-Drille, den Düngerstreuer habe ich soweit gelassen. Und ich habe den MF verkauft. Das heißt, wir haben zwei Trecker. Ansonsten habe ich mir noch ein paar Felder gegönnt. Feld 16. Dann hier das Zwischenstück habe ich mir noch gegönnt. 5, 6, 8 und 10. Das soll erstmal reichen. 200.000 haben wir. Wir haben keinen Kredit. Und ja, da würde ich sagen, fangen wir heute mal an mit der Versorgung unserer Tierchen. Also sprich der Hühner. Und ja, begeben uns mal in den Dominator hier in den Drescher, ne? So. Ich habe mir erst so einen kleinen John Deere rausgesucht, aber so was richtig Kleines habe ich nicht gefunden. Deswegen dachte ich mir, okay, nehmen wir den halt mit rein und werden den dann halt nutzen. Müssen wir kurz hier so ein bisschen Kabelgewirr lösen. Denn irgendwie habe ich mein kleines Kabel so ein bisschen verheddert in meinem Lenkrad hier vor den Kopfhörern. So, fahren wir da mal ran. Tipptopp. Und ja, werden jetzt hier einmal rausfahren und werden dann beginnen hier ein bisschen ja, zu dreschen. Das heißt, wir werden Weizen dreschen für unsere Tierchen. Müssen wir mal gucken, ob wir überhaupt hier rumkommen. Hier. Ach, das ist echt sehr, sehr eng alles hier. Ich fahre mal kurz ein bisschen hier ein Stück über die Wiese. Und dann legen wir los. Das heißt, die Strohschwart werden wir ablegen. Da werde ich mir dann irgendwann nochmal eine Ballenpresse gönnen. Weil Ballen wollen wir vielleicht auch nochmal nutzen für unser Tierchen. Ach, schauen wir einfach mal. Oder wir fahren es erstmal lose ein. Und werden dann mal gucken. Ich werde jetzt hier vorne einmal kurz parken. Nämlich das Grundstück habe ich mir auch noch geholt. Da ist nämlich auch noch das Multisilo mit dabei. Ja, und in circa 2 bis 3 Wochen erscheint dann auch die Map für euch. Das heißt, ihr könnt die auch testen. Ich habe hier noch eine Vorab-Version. Das heißt, der ein oder andere Fehler kann hier noch auftreten. Ja, müssen wir einfach mal gucken, wie rum ich das Ganze jetzt hier am besten parke. Ne? Warte mal, wir machen das anders. Das ist echt eng alles hier. Ne? Wir fahren mal weiter durch die Büsche. Das können wir gut. So, fahren wir mal hier zurück. Sehr schön. Zack. Und dann werden wir uns jetzt hier mit unserem Drescher auf den Weg machen. Ich habe auch eine Modliste in der Videobeschreibung. Da habe ich die ganzen Mods mit dabei gepackt. Wenn irgendwas nicht mit dabei ist, außer jetzt die Map und das Farmpack, weil das halt noch nicht erschienen ist, einfach kurz Kommentar schreiben oder mich in Discord anschreiben. Ansonsten sollte die up to date sein. Ich muss kurz gucken hier, ob wir da... Kommen wir da rein? Ich glaube schon, ne? So. Schneidwerk ist dran. Ist halt nicht das größte Schneidwerk, aber darum geht es ja auch nicht in dem Projekt. Denn wir wollen hier eher mit so kleinen bis feinen Geräten unterwegs sein. Und ich denke, das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Wir werden hier den Weizen dafür verwenden, um unsere ja, Hühnchen, die wir schon haben, so ein bisschen zu versorgen. Wir gucken mal, haben wir die Strohablage an? Ne, haben wir aus. Machen wir mal an. Und ja, werden jetzt hier so ein kleines Vorgewinde ziehen. So, VCA habe ich auch wieder mit drauf. Das heißt, das stellen wir mal eben fix ein. Und dann geht es auch schon los hier mit den ersten Arbeiten. Ja, auf der schönen
amerikanischen Map von Bernie, ne, die dann bald erscheinen wird. Ne, das Hofpack wird dann auch noch erscheinen, separat. Hatte ich euch ja im letzten Video auf jeden Fall schon mal vorgestellt. Und was auch neu ist, es gibt einen neuen Kanal, und zwar Home Uncut. Schaut doch da gerne mal vorbei, wenn ihr abseits von Simulationsspielen auch gerne Story Games, Survival Games und so weiter und so fort mögt. Ne, da kommen auch ja, zahlreiche Videos jetzt in den nächsten Tagen. Ein paar Sachen sind auch aus den Streams, die ich aufgenommen habe, einfach nochmal runter gebrochen auf nicht gerade 4 Stunden Stream oder irgendwie sowas, sondern ja, etwas längeren Folgen. Ansonsten gibt es Medieval Dynasty, ne? Da kam heute, da kam gestern eine Folge, und auch Foundation in längerem Format. Das heißt, es werden auch längere Videos kommen. Das heißt, für die, die jetzt immer hier auf Medieval Dynasty warten, schaut gerne auf den Home Uncut Kanal. Nämlich da laufen die Let's Plays jetzt, und ich habe auch die Playlisten darüber gepackt. Da könnt ihr dann auch weiterschauen, ne? Sehr gut. Ich werde es am Anfang immer noch mal wieder erzählen, und irgendwann werde ich es dann sein lassen. Ich glaube, dann hat dann auch jeder gemerkt, dass es diesen Kanal gibt. Aber am Anfang sollte man vielleicht immer noch mal darauf hinweisen, für die Leute, die sich dann wundern, dass Foundation und Medieval Dynasty gar nicht mehr kommt. Ansonsten ja, bleibt es hier auf dem Kanal weiterhin mit LS und auch zahlreichen anderen Simulationen. Ne? Das heißt, da ist immer noch ausreichend Abwechslung vorhanden. Wahrscheinlich gibt es auch in den nächsten Tagen noch ein neues Let's Play. Vielleicht kam das sogar schon heute. Das wusste ich jetzt zum Datum der Aufnahme noch nicht. Und in dieser Woche auch auf jeden Fall wieder jede Menge Streams. Ne? Schaut auch gerne immer live auf Twitch vorbei. Da spielen wir aktuell immer dienstags und sonntags die Old Stream Farm. Mittwoch aktuell Storytime mit Red Dead Redemption 2. Donnerstags und samstags, außer diesen Samstag jetzt, ist in der Regel immer der DFV. Ne? Diesen Samstag 12-Stunden-Stream, Retro-Stream, C64 und Sega Mega Drive. Ab 19 Uhr geht's da los, und am Freitag ist Sim-Freitag. Da werden wir auch ein neues Spiel spielen. Da freue ich mich auch schon drauf. Würde mich freuen, wenn ihr da auch vorbeischaut. Und ansonsten, ja, sind wir jetzt hier mit unserem schicken Klaas unterwegs. Ne? Echt ein schickes Teil. Ich fand den ganz gut, den Dominator. Ist ein kleines Gerät. Wie gesagt, ich habe jetzt hier keinen kleineren Drescher gefunden. Die John Deere Drescher waren irgendwie alle so groß. Und deswegen habe ich mich jetzt halt hier für diesen entschieden. So, wir wenden mal eben kurz. Wir fahren jetzt hier auch nochmal 2 Querbahnen. Sodass wir dann hier auch ein bisschen besser wenden können. Ja, und das Weizen werden wir nutzen für unsere Hühner. Werden das auch erstmal in unseren Silos einlagern. Den Rest. Und dann schauen wir mal, was wir irgendwie hier noch soweit machen. 200k, wie gesagt, sollte ausreichen hier für unsere Arbeiten. Das sollte auf jeden Fall passen. Und wir spielen auch hier mit Jahreszeiten. Wir spielen auf alles an. Ne? Das heißt, wir werden auch mit Flügen, mit Kalken, mit Stein und so weiter und so fort spielen. Also das ist auf jeden Fall auch mit dabei. Die fahre ich einfach mal kurz manuell hier lang, die Bahn. Dann werde ich da oben wieder wenden und dann die Gegenbahn quasi runterfahren. Dann noch einmal quer, und dann fahren wir wieder den VCA-Kurs. Ja, wir haben auf jeden Fall einiges zu tun. Es ist eine kleine, schnuckelige Map, ne, die dann bald erscheinen wird. Worauf ihr euch auch freuen könnt. Feedback war sehr, sehr positiv zu der Map. Auf der einen Seite im Stream und auf der anderen Seite auch ja, unter dem letzten Video. Mich freut es, dass es euch freut, dass es immer schönere Maps gibt. Ne? Jetzt kommen nämlich so langsam die ganzen Maps. Hof Bergmann ist ja auch in der Mache. Die Italia-Map ist in der Mache. Die Ackendorf und auch viele, viele weitere Maps werden in Zukunft noch kommen. Und da können wir uns auf jeden Fall schon mal darauf freuen, dass dann die Map, ja, dass dann auch schönere Maps, vielleicht auch mit ein paar kleineren oder neueren Dingen, wie man zum Beispiel von Auf Bergmann kennt, da gibt es ja auch einen Discord von LSFM. Da postet der Andi immer fleißig auch die ganzen Screenshots. Schaut da mal gerne vorbei. Nämlich, da gibt es auch so coole Sachen wie Kälber und Ferkel. Und ach, was es da nicht alles gibt. Also wir sind ja noch ganz am Anfang vom LS. Ich denke, da werden zahlreiche neue Features und so weiter auf jeden Fall dann auch kommen. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das Ganze dann werden wird. Scheint wohl nicht gut gedüngt gewesen zu sein hier, der Weizen.
Deswegen ist der Ertrag jetzt hier nicht so hoch. Und ich denke, mit den paar Feldern, die wir da haben, es gibt ja nicht so viel, es gibt ja nur 19 auf der Map hier, sind wir ganz gut bedient. Ne? Wir werden, was Tiere angeht, erstmal bei unseren Kühen bleiben. Und werden dann nach und nach vielleicht noch das ein oder andere Tier mit dazu nehmen. Vielleicht irgendwann nochmal die Schweinefarm, weil das hatte ich bisher noch gar nicht gemacht. Oder halt die BGA. Mal sehen. So. Das geht hier recht fix voran. Ne? Dann haben wir noch die anderen Felder hier zu sehen. Wir haben hier noch zweimal Raps drauf. Und hier haben wir auch noch ganz viel Weizen. Vielleicht machen wir noch was anderes. Vielleicht noch einen Produktionszweig. Schauen wir mal. So, einmal wenden hier. Zack. Eine Wiese haben wir halt auch, ne? Da werden wir uns dann in den nächsten Folgen auch drum kümmern. Hier habe ich ein bisschen was stehen lassen. Dann fahren wir noch mal ein bisschen hier weiter rum. Eben noch mal kurz aus hier. Und fahren dann jetzt die Bahn wieder her. Das Stroh, wie gesagt, können wir direkt zu den Kühen packen. Ich denke mal, hier werde ich das Stroh vielleicht noch ganz normal per Ladewagen aufsammeln. Das Gute ist, wir haben ein Multisilo hier vorne und ein weiteres hier direkt am Hof. Das heißt, wir können auch Stroh, Gras, Heu, all das, was wir brauchen, auch in den Silos reinpacken. Fermenter gibt es auch bei dem Hofpack mit dabei. Vielleicht platzieren wir den auch nochmal irgendwo, sodass wir schnellstmöglich auch Silage für Mischfutter bekommen. Schauen wir mal. Ja. Wenn ihr Ideen habt, was wir machen sollen, schreibt es wie immer gerne in die Kommentare rein unter den Videos. Lese ich mir natürlich alle fleißig durch. Und dann können wir das ein oder andere vielleicht auch dafür nutzen. Ne, produktionstechnisch werden wir jetzt keine großen Produktionen hier bauen. Ich denke mal, wir werden die hier auf der Karte nutzen. Da gibt es ja genug. Um halt das ein oder andere dann auch zu produzieren oder weiter zu verarbeiten, um dann auch vielleicht ein bisschen mehr Geld zu bekommen. So. Na, ist schon 60% gefüllt. Ich habe auch den Kipper noch verkauft, den, ich weiß nicht, das war doch dieser Schwatte, der da mit dabei war. Den habe ich auch nie mehr, ich habe nur noch den Velga behalten. Und ich glaube, für die Tierversorgung nehmen wir dann auch mal vielleicht noch das Fendt-GT-Pack hier mit drauf. Habe ich, glaube ich, sogar schon in der Modliste drin. Schauen wir mal, ne? Sehr gut. Ah, die Farm gefällt mir echt wirklich gut, ne? Also, diese ganze Map mit dem ganzen Szenerien und dem ganzen Drumherum. Das wirkt auf jeden Fall sehr, sehr schön gemacht. Und auch mit sehr viel Liebe zum Detail. Und ich denke, das macht auch eine gute Map aus, dass sie auch nicht nur einfach so dahin geklatscht wird, sondern eben halt auch viele Details bereithält, die eine oder andere individuelle Produktion oder halt auch Standardproduktion. Aber ich finde, jede Map hat halt auch ihren Charme. Und hier ist halt dieser amerikanische Charme. Und wir bekommen noch ein bisschen Geld hier vorne von den von diesen Windrädern. Die sind auch nicht so teuer. Vielleicht platziere ich Nummer 1. Das heißt, da haben wir auch schon mal eine sichere Einnahmequelle. Gut, das mit den Kühen, das müssen wir erstmal ein bisschen abwarten. Das wird sich dann auf kurz oder lang dann auch noch entwickeln. Die Fahrtwege sind hier relativ kurz auf der Map. Nicht wie auf der kalmsten Farm, wo man eine halbe Stunde unterwegs ist, gefühlt. Oder auch auf anderen Maps, wenn man dann von A nach B will. Das ist, denke ich mal, recht gut gelöst hier mit der kleinen Map. Ja, ansonsten, wie gesagt, das Feld haben wir uns gekauft. Hier ist die BGA, hier ist die Schweinefarm. Vielleicht machen wir irgendwann mal was mit Schweinen. Müssen wir mal gucken, dass wir irgendwann noch mal Kartoffeln machen. Aber das würde ich eher mit kleineren Geräten wahrscheinlich machen. So mit Zweireiher oder irgendwie sowas. Mal sehen, worauf ich da Lust und Laune habe. Weil Schwein hatten wir bisher, glaube ich, auch noch nicht gemacht. BGA haben wir aber auch noch nicht betrieben. Ne? Das heißt, hier könnten wir dann in die Richtung gehen. Müssten aber, glaube ich, erst ein bisschen mehr Kühe haben, damit wir auch Gülle und Mist haben für die BGA. Und da können wir uns die irgendwann dann mal gönnen. Aber da sind wir noch relativ weit von weg. Ne? Super, erste fällt gleich schon durch. Tipptopp.
dann kann ich dann gleich noch den Welger holen und kann dann ja, die Hühner quasi füttern. Und dann sollten wir uns an die jeweilige Wiese machen, die wir haben. Die müsste dann gemäht werden. Und dann packen wir erstmal Heu zu den jeweiligen Kühen, weil mehr haben wir nicht. Oder wir packen es im Fermenter und haben direkt Silage. Oder wir machen direkt Ballen. Ah, weiß ich noch nicht. Mal gucken. Ich bin da noch so ein bisschen uneins, was wir da genau machen sollen. Sehr schön. Cool, dann können wir in der nächsten Folge das Stroh einsammeln. Weil die Hühner sind dann versorgt. Dann versorgen wir die... da können wir das Stroh schon reinfahren ins Lager. Bei den anderen Feldern würde ich vielleicht vorschlagen, dass wir vielleicht Ballen produzieren, weil wir haben ja hier hier vorne diese Zufahrt, wo wir dann die Ballen einlagern können. Da bräuchten wir auch noch ein Gerät dafür. Ja, Ideen gibt es da viele und ich will halt eher jetzt hier bei den John Deere-Geräten bleiben. Also Fahrzeuge, denke ich mal, werden keine neuen mit dazukommen. Es sei denn, es kommt irgendwas Cooles, Amerikanisches noch mit dazu an Fahrzeugen. Ansonsten denke ich mal, sind wir hier soweit durch. Der Fendt GT vielleicht noch irgendwann mal. Weil der halt auch ja, mehrere Möglichkeiten hat. Und auch für die Hühnerversorgung wäre das vielleicht eine gute Sache. So, letzte Bahn. Dann haben wir das auch hier geschafft. Sehr schön. Ups, sind wir nicht auf Kurs. Jetzt. So, letzte Bahn fahren wir mal hier rüber. Dann können wir uns gleich in den John Deere begeben. Werden dann gleich die Tiere füttern. Und haben dann jetzt hier die Schwart soweit abgelegt. Mulcher brauchen wir auf jeden Fall noch. Wir brauchen noch eine Walze. Die habe ich jetzt nicht mit dabei. Ich würde sagen, lassen wir mal hier stehen. Ich laufe mal kurz rüber und hole mir mit meinen flinken Füßen hier einmal kurz den Anhänger, den Welger. Nehmen wir mal hier den. Oh, das ist halt richtig krasses Teil. Der 4755. Der hat halt ordentlich Power. Das wird unser Feldbearbeitungs-John Deere und der andere wird halt alle anderen Aufgaben machen, wie mähen und so weiter. So, und ihr seht schon, ne, das ist richtig eng hier. So, wir machen das Türchen mal hier auf. Ich mache die Durchfahrdingens hier auf. Die Halle finde ich echt tipptopp, weil ich halt immer so Probleme habe mit Drehschemel, ne? Passt der überhaupt hier rein, der John Deere? Das ist die andere Frage. Es wird schwer. Ich nehme mal die Außenansicht. Aber der passt so gerade eben rein, ne? Ach du Heiland, Leute. Das ist ja richtig schwierig hier. Also da hat man nicht viel Platz links und rechts, ne? Stand ja der MF drin, den habe ich verkauft. Und der, dieser Standard-Milchkipper. Da sind unsere Küchen. Ja, die werden wir auch nach und nach versorgen. Da haben wir schon mal ein paar auf der Weide. Und ich denke, wir werden noch mal ein paar Kühe auf jeden Fall holen, damit wir da ein bisschen ja, Durchlauf haben. Ne? So, ich habe auch wieder manuelles Abladen mit drin, mit der Taste Y. Vom IMFCO. Ja. Das heißt, da kann man dann umschalten hier auf diese Spezialkamera. Ich bunker das jetzt einmal komplett ab. Dann können wir den Drescher hier eigentlich stehen lassen, weil den werden wir ja noch für die anderen Felder brauchen. Ne? Ich glaube, ich würde das mal die Rapsernte hier am Hof machen. Danach. Weil Stroh und so weiter brauchen wir, glaube ich, erstmal nicht.
Sehr gut. Der Pokal ist. Das heißt, wir können das Ganze mal einfahren hier. Und schalten den einmal aus. Ne? Ja, mit dem fahren wir jetzt. Mit dem John Deere versorgen wir jetzt die Hühner. Müssen gleich die Abladeseite nochmal ändern. Ich würde sagen, wir machen mal rechts. Fahren mal den großen Bogen hier. Sehr schön. Der Trigger sollte, glaube ich, groß genug sein. Jo, da können wir die Tiere hier soweit versorgen. Ja, und dann würde ich sagen, liebe Freunde, soll es das für heute erstmal hier soweit gewesen sein. Ich glaube, da passt sogar alles rein, ne? Ja, da haben wir die Hühner versorgt. Die können wir uns von der anderen Seite hier nochmal anschauen. Ne? Denen geht es gut. Und da geht auch alles rein. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, gerne ein Däumchen da lassen. Schreibt auch gerne einen Kommentar dazu. Und ja, dann sage ich mal, bis dahin. Tschüss, tschüss, ciao, ciao, bye, bye. Euer Homer.